Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Forspoken. Guck mal, die nimmt immer 3 Stufen, seht ihr das? Zack, zack, zack. Oder waren es 2? Hier beginnt die nächste Phase, ja, das ist schön. Das wollen wir ja auch. Geil, noch mehr Magie. Ich komme zwar mit der jetzigen kaum zurecht, aber noch mehr Magie. Man nennt mich auch Tante. Hallo? Slayer. Oh, guck mal, da sitzt sie. Hier bin ich. Ich will keine Spielchen mehr. Mach schon! Komisch. Hallo? Sie tut nur so. Sie ist tot? Oh. Oh. Dann bleibt uns ein Kampf erspart. Wir Glückspilze. Was ist das für ein kranker Scheiß? Vielleicht ist sie unter all der Last ihrer Illusionen zusammengebrochen. Glaub's aber selber nicht. Oder doch? Los geht's. Du weißt Bescheid. Ralf, was machst du denn? Cinta wartet. Könntest du dich mal beeilen und dein Ding machen, Ralf? Bedauere, Frey. Aber jetzt heißt es Abschied nehmen. Was ist passiert? Ich glaube, ich verstehe. Ach, tatsächlich. Das haben die Tantas gemeint. Oh, ich will, dass du es sagst. Bitte sag es. Sie haben überhaupt nicht mich gemeint. Sag es. Sag es. Du. Du bist der Dämon. Heisa! Na endlich. Die Tantas fürchteten nicht dich, Frey. Sondern das, was du in dir trugst. Und zwar mich. Du! Und vielen Dank für deine Hilfe. Du hast mir zum Altar Pracht verholfen. Jene besiegt, die mich unterjochten und mir so erlaubt, endlich meiner Bestimmung zu folgen. Bestimmung? Vergeltung. Rache für ein unverzeihliches Verbrechen. Glaubst du wirklich, die Reddick wären davon gekrochen und verreckt, nach dem, was die Tantas mit ihnen machten? Oh nein, nein, nein. Ich bin der, der hier zuletzt lacht. Das Endspiel, das Ende der Tantas, das Ende Ethias und auch das deine. Und jetzt sei ein braves Mädchen und stirb, damit ich ungestört Chaos stiften kann und so weiter und so weiter. Mit 21 Jahren Verspätung. Shit! Meine Magie! Sie ist weg! Deine Magie? Das war sie nie. Ohne mich bist du ein Nichts. What the fuck? Was ist passiert? Lauf, Ralf hat sich von Freys Unterarm befreit und in einen Dämon auf Susurrus verwandelt. Ohne ihre magischen Fähigkeiten kann sie nichts tun, außer weglaufen. Weiche den Angriffen des Dämons aus und suche nach einer Chance, so schnell wie möglich aus der Burg zu fliehen. Shit! Shit! Weinerlich, undankbar, selbstsüchtig. Alter. Glaubst du, ein paar gute Taten machen dich zur Heldin? Wir können dich dodgen. Was soll ich machen? Oh, hast du gedacht, wir würden wirklich beste Kumpel?
Ich hoffe, ich habe deine Vertrauensprobleme nicht noch nervtötender gespaltet. Halt dein Maul! Was soll ich machen? Ich komme nicht raus. Das war ein Spaß. Aber ich will jetzt tun, wozu du nicht imstande warst und deinem Elend ein für alle Mal ein Ende bereiten. Ich komme nicht raus. Ich muss von hier weg. Ja, wo denn? Flee, Frey, vor dem Gesetz, vor jeglicher Verantwortung. Es geht da doch nicht raus. Und vor dir selbst. Ach du Scheiße, was ist passiert? Ich hab mir schon... Okay, das hab ich... Ich hab mir irgendwie ein bisschen was gedacht, aber das hab ich nicht erwartet. Nun, es war schön, Frey. Aber alles hat ein Ende. Der Drache, was? Oh, ist das rührend. Die Mutter will ihr Kind retten. Mutter? Heilige Scheiße! War's das schon? Tut mir leid, eure Zeit ist jetzt um. Cinta? Das heißt... Ich komme nicht drauf klar. Das heißt, die Tante... Aber sie sind ja trotzdem böse gewesen. Sie waren doch trotzdem selber dämonisch. Und haben alles unter Bruch und alles. Ich dachte, das, ne? Steh auf, Tochter Cinta. Was? Was? Die Wahrheit. Zum Teufel! Geil, geil, geil. Wir nehmen jetzt erstmal hier das ganze Mana mit, wenn wir schon mal hier sind. Wir brauchen ein bisschen Energie. Nice, 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 nice. Nein, da gehen wir doch nicht hin. Erst hier, ne? Okay. Die Feuertussi. Die Eistussi. Und die Illusionstussi. Wo bin ich? Dies ist Zwagana, der Urquell. Die Ruhestatt für Ethias Wissen und Geschichte und die Seelen der verstorbenen Tantas. Es wird Zeit für die Wahrheit. So ist es. Deshalb hat Cinta dich gesandt. Wir haben sie alle umgebracht. Wir sind Monster. Wir haben erst einfach wahrscheinlich nette Menschen umgebracht. Sehr schön. Wahrheit? Welche Wahrheit?
Warte, geht's hier noch Mana? Vor langer Zeit führte Athia Krieg gegen die Reddick, die Einwohner eines unweit gelegenen Reiches. Wir gewannen. Doch es war ein wertloser Sieg. Oh, sehr sie meint die Auslöschung der Reddick. Und Reif hatte was damit zu tun. Der Krieg hinterließ viele hässliche Narben. Die Ressourcen wurden knapp. Ich erließ Gesetze, um den Schaden einzudämmen. Aber es war zwecklos. Athia gewann also den Krieg und war trotzdem am Ende. Jede von uns wollte dieses Problem anders angehen. Obwohl wir eng miteinander vertraut waren, wuchs die Kluft zwischen uns. Ich suchte verzweifelt einen Weg, diese Kluft zu überbrücken. Nicht mal nach all dem Drama vertrugen sie sich. Echt traurig. Weil jeder halt dachte, es ist die beste Entscheidung, es so und so zu tun. Wir waren so mit uns selbst beschäftigt, dass wir den letzten Schlag der Reddick gegen uns nicht kommen sahen. Sie sandten ein böses Ungeheuer, eine Kreatur, unsagbar mächtig und absolut gnadenlos. Sussos, mühevoll banden wir das Böse. Doch dieser Kampf war nur der Anfang. Der Dämon lebte weiter, und zwar in uns. Verhüllt uns, brachte den Wahn. Ach, jeder hat seine Kräfte zu zerstreuen, gelobten wir, Abstand voneinander zu halten. Unser Verfall hinderte uns, unser Volk weiter zu beschützen. Wir wurden zu einer Gefahr. Er ist frei wegen mir. Was habe ich getan? Alles wird gut. Erinnerst du dich an diese Worte, Tochter Sintas? Alles wird gut. Du hast uns aufgehalten, bevor Athia komplett zerstört wurde. Du hast nichts zu bereuen. Wir sind dir so dankbar für all deine Hilfe. Der Dämon vergiftete unseren Geist und unser Geist an das Land. Sussurus wird nicht ruhen, bis ganz Athia in Schutt und Asche liegt. Nun ist er zurück mit einem neuen Ziel. Sipor, die letzte Bastion und Hoffnung in Athia. Es liegt an dir, unser Volk zu beschützen. Niemand sonst kann sich der Aufgabe stellen. Das geht nicht. Tut mir leid, aber ich habe keine Kräfte. Es waren in Wahrheit seine. Ich habe wirklich kurz geglaubt, dass ich eine Heldin wäre. Und dass ich mich endlich wehren könnte. Aber nein. Jedes Mal, wenn ich versuche, das Richtige zu tun, wird mir der Boden unter den Füßen weggezogen. Ich dachte, vielleicht läuft es hier anders. Aber schaut mich an. Ich bin ein Nichts. Ich bin nicht eure letzte Hoffnung. Ich bin ein Niemand. Du kannst die Kraft, die in dir steckt, nicht sehen. Hä? Was soll das bitte heißen? Komm, mein Kind. Es gibt noch vieles zu lernen. Danach, vielleicht. Vielleicht erkennst du dann deinen Wert. Darauf verschwindet sie ihm als letztes. Noch was zu bedeuten.
selbst in meiner schwersten Stunde, Alfrey, war mein Herz immer bei dir. 21 lange Jahre. Es wird Zeit, dass du die Wahrheit über den Fall Athias erfährst. Die Wahrheit über deine Geburt. Die Wahrheit über deine Macht. Und die Entscheidung, die dir bevorsteht. Ist das etwa die Burg Jenun? Die hat alles angefangen. Oder etwa nicht? Oder bin ich noch in Svagana? Ohne Ralf kannst du dein Radar nicht benutzen. Oh Mann, ich hab Ralf. Ja, es geht. Nee, er war schon nervig. Ich gehe hier einfach nicht rein, sondern einfach hier raus. Ne, was macht ihr jetzt, Spiel? Hier hat alles angefangen. Okay, kommen wir. Wir gehen hin. Wir können einfach gar nichts mehr. Wir Verdammt, sind useless. Nichts. Hallo? Was zum Geier? Es ist wahr, Robian. Ich bin schwanger. Oh, Tanta Cinta. Das sind herrliche Neuigkeiten. Ich wusste, du würdest dich für mich freuen. Doch leider werden viele dieses Glück als einen Fehltritt meinerseits auslegen. Kinder sind immer ein Glück und ein Segen, Tanta Cinta. Sie sind die Hoffnung, die Welten miteinander verbindet. Meine Ordi hat mir mehr Freude gebracht, als ich mir je erträumt habe. Danke, alter Freund. Ich habe sogar schon einen Namen gewählt. Alfrey. Das bedeutet Hoffnung. Und genau das wird sie sein. Ein Lichtstrahl für ganz Athia. Ein Kind zweier Welten. Die Hoffnung, die unsere Welt wieder einen kann. Möge euer Wunsch in Erfüllung gehen, Tanta Cinta. Möge eure Tochter ein goldenes Zeitalter einläuten. Sie hat sich gefreut. Sie wollte mich. Ach nee, das blickst du jetzt. So was also wirklich? Okay, zeig mir den Weg. Leitende Lichter führen dich zu bestimmten Erinnerungshintern, die sie an Frey weitergeben möchte. Folgelichter, um die Wahrheit über die Geschehnisse in Athia zu ergründen. Tante Cinta ist glücklich! Glücklich, glücklich, glücklich! Cinta hat zu tun. Hör sofort auf, sie zu stören. Genug, Janesh. Komm, meine Liebe. Sag Hallo, wenn du magst. Oh, hallo da drin. Ich freue mich darauf, dich kennenzulernen. Das wirst du, schon bald. Du wirst doch mit der Kleinen spielen, nicht wahr? Natürlich! Ich kann's kaum erwarten. Oh, Orden war ja niedlich. So friedlich habe ich Athia noch nie gesehen. Wer braucht schon Treppen? Leiter. Ne? Große Stadt in einer weit entfernten Welt. Dank der Macht der Turaner nur einen Augenblick entfernt.
Kann der Vater eures Kindes wirklich von so einem Ort stammen? Es war fantastisch, Robian. Ganz anders als in Ethia. Funkelnde Lichter, wohin man schaut, und so viele Menschen. So viel Chaos, aber auch so viel Schönheit. Solche Erfindungen habe ich noch nie gesehen. Unglaublich. Papa, das ist so lecker. Das, meine liebe Orden, ist ein Knisch. Meine Reise hat meine Entschlossenheit nur gefestigt. Ethia muss das Neue begrüßen, sich weiterentwickeln. Nur so können wir stärker werden. Wir müssen diese Zeit der Missgunst und des Krieges endlich hinter uns lassen. Ich habe gesehen, welche Chancen so eine Welt bietet. Und mein Kind wird diese Welt real machen. Sie ist unsere Hoffnung. Cinta ist also auf demselben Weg nach New York gereist wie ich nach Ethia. Und ist dort meinem Dad begegnet. Wer zum Geier war er? Nee, viel wichtiger ist, wie kam sie dahin und wie ist die Welt mit dieser Welt verbunden? Das ist doch viel wichtiger als, wer ist mein Vater? Das interessiert doch niemanden. What the fuck ist los mit ihr? Warum ist sie ein Loadscreen? Wie ist die überhaupt dahin gekommen? Das macht, das würde, ne? Wie kam es dazu? Oh. Ich kann das gleich nochmal angucken, oder? New York. Ja. Danke. Es war fantastisch. Ja, war schön, 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 schön. Entschuldigung. Hörst du das Lied, Alfred? Dein Vater hat es mir einmal vorgespielt. Ich habe es gelernt, damit ich dir später vorsingen kann. In dieser Welt gibt es für dich so viel Schönes zu sehen und zu hören. Deinen Vater wirst du noch kennenlernen. Er ist ein Held und zwar in jeder Hinsicht. Tut mir leid, Al. Du hast verdient, von deiner Tochter zu erfahren. Unsere kleine, kostbare Alfrey. Ich kann es kaum erwarten, dass ihr euch begegnet. Al. Mein Vater hieß Al. Hey, hat sie mich etwa nach ihm benannt? Was ist das? Mir wird so warm. Faye kann ihre Zauberkräfte jetzt wieder nutzen. Alle? Nein, nur meine eigenen. Wow, aber Gott sei Dank haben wir die am weitesten entwickelt. Alfred, meine Liebe, meine Hoffnung. In dir steckt große Macht. Du musst nur danach suchen. In mir? Aber wie... Und dies war ohne Reif. Warte. Haben wir die Map? Warum ist da... Ach, hier geht's noch weiter. Ach ja, hier ist die Map, ne? Ja, wir machen jetzt erstmal weiter. Sorry. Ja, komm schon. Nicht viel nachdenken, einfach tun. Ich war nie glücklicher als damals, als ich dich in meinem Leib trug. Und so voller Hoffnung. Ich wünschte, diese Zeit wäre niemals zu Ende gegangen. Vergessene Erinnerungen 1 sind das neue Hoffnung. Weiß.
Das ist Visoria, oder? Was wird mir Cinta als nächstes zeigen? Das interessiert mich auch brennend. Mann, eigentlich muss ich die Folge, ne? Wir sind overpowered. Gott sei Dank sind wir so overpowered, sonst hätten wir echt jetzt Probleme. Und ab damit. Boah, wie schön das ist ohne Reifen und kein dummes Gelaber. Oh, da liegt was. Halt dann. Ja, wir gehen sofort dahin. Moment. Mann, wir können den Radar nicht nutzen. Okay, ich würde sagen, es tut mir leid, aber ich mache jetzt genau hier einen Cut, bevor wir die Wahrheit herausfinden. Ist es nicht wundervoll, so richtig schön? Boah, Story, Enthüllung des Todes, wobei der heftige Twist kam ja jetzt. Das finde ich ganz cool, also bei all der negativen Kritik, wo das Spiel auch abbekommen hat, ich finde das Spiel echt nicht schlecht. Also zum Let's Play ist es ein bisschen schwierig, weil so die Nebengeschichten, die du mit Einträgen findest und wo du überall was finden kannst, ist immer so eine Sache. Oh, wie gut ich das kann, übrigens. Ne, wie geht das? Ist das als Let's Player, als Zuschauer vielleicht ein bisschen schwierig, wenn ich da eins nach dem anderen abgrase, aber so hauptstorymäßig kann man das schon gut aufnehmen. Naja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich und bis zur nächsten Folge.